Hi, hier ist Laura von Loving Australia. Ich bin gerade in Darwin und zeige euch die Highlights der Stadt. Darwin ist die Hauptstadt des Northern Territories und liegt ganz im Norden Australiens, in den Tropen. Die beste Reisezeit für Darwin ist in der Zeit von ungefähr Juni bis Oktober, denn dann herrscht hier, obwohl es der australische Winter ist, die Trockenzeit. Während der Trockenzeit findet hier ganz viel draußen statt. Ich bin gerade im Darwin Waterfront Precinct unterwegs. Und hier gibt es auch die sogenannte Recreation Lagoon. Richtig nett, mit einem kleinen Strand angelegt. Ich zeige es euch mal. Hier könnt ihr kostenlos baden gehen. Wie gesagt, im Ozean sollte man hier tunlichst nicht schwimmen gehen, denn es gibt sowohl Krokodile als auch zu bestimmten Zeiten Quallen. Heute ist Sonntag und es gibt hier auch gerade mal Live-Musik. Echt schön. Und es ist echt viel los. Beachvolleyballfeld. Hier in der Darwin Waterfront heißt es wirklich sehen und gesehen werden. Also es gibt hier sehr gut durchtrainierte Menschen, die einfach herkommen, um sich erholen zu wollen, um auszuspannen. Hier hinten ist die Wave Lagoon. Das Darwin Waterfront Precinct ist einer meiner liebsten Orte in Darwin selbst. Ihr habt hier nicht nur den angelegten Sandstrand, ihr habt auch ganz viele tolle Restaurants und Bars, Cafés. Da kann man wirklich einfach so den ganzen Tag richtig schön verbringen. Wollt ihr das Treiben in der Marina sehen mit ganz vielen Schiffen und Segelbooten, Yachten, die wunderschön aussehen, solltet ihr zur Cullen Bay Marina in Darwin gehen. Hier gibt es übrigens auch nette Restaurants und Lokale und da gibt es den ein oder anderen Frühstücksspot, den ich euch noch empfehlen werde. Ich war gerade eben hier im Boathead Café in Darwin frühstücken und das hat mir richtig gut geschmeckt, kann ich euch also nur empfehlen. Hier an der Cullen Bay Marina gibt es also einige Restaurants, hier neben direkt noch ein Griechen. Die haben teilweise erst ab nachmittags oder auch abends auf. Aber es lohnt sich wirklich hierher zu kommen. Ich zeige euch mal, wie schön es hier aussieht. Guck mal hier, schöne Katamaran angelegt. Im Wasser übrigens richtig große Fische. Also nicht so, was man ansonsten gewohnt ist, einfach riesengroß. Ansonsten gibt es hier richtig schöne Yachten und dort hinten am anderen Ufer sind richtig nette Villen. Also falls mir jemand so eine Tour hierhin macht, die Cullen Bay Marina, die lohnt sich. Nach einem tollen Frühstück könnt ihr einfach ganz kurz über die Straße auf die andere Seite der Cullen Bay Marina gehen. Hier ist nämlich der Cullen Beach. Und wie ihr seht, ich bin hier ganz alleine am Strand. Das heißt, wenn ihr eure Ruhe am Strand genießen wollt, geht hier hin. Hier kann man dann noch ein paar Bootchen anschauen und einfach mal das Leben genießen. Gerade wenn ihr das erste Mal in Darwin seid, werdet ihr merken, dass die Stadt richtig weitläufig ist. Also zu Fuß wird man das alles gar nicht in einem Tag schaffen. Deswegen kann ich euch diesen Hop-on-Hop-off-Bus empfehlen. Der Hop-on-Hop-off-Bus fährt eine größere Runde und fährt quasi alle Highlights an, vom Mindle Beach bis zum Waterfront Precinct ist alles dabei.
sehenswert in Darwin ist auch die Stokes Hill Wharf. Denn von hier aus habt ihr nicht nur einen netten Blick auf Darwin selbst, hier ist auch das Museum des Royal Flying Doctor Service. Ihr könnt also die Geschichte der fliegenden Ärzte in Australien sehen. Hinter mir seht ihr den Eingang zur Crocosaurus Cove. Ich empfehle euch, die zu besuchen, wenn ihr nur eine kurze Zeit im Northern Territory seid und nicht großartig raus aus Darwin kommt. Habt ihr die Möglichkeit, raus aus Darwin zu kommen, macht eine Flussfahrt mit Krokodilbeobachtung mehr Sinn. Allerdings, was es hier drinnen gibt, ist ziemlich beeindruckend, und zwar der Cage of Death. Das ist ein Plexiglas-Bassin, in dem ihr euch selber reinbegeben könnt und dann die Krokodile aus nächster Nähe sehen könnt. Eines der besten Museen überhaupt ist das Museum and Art Gallery of the Northern Territory. Hier kommt ihr übrigens komplett umsonst rein und ihr habt in wechselnden Ausstellungen richtig tolle Highlights über Darwin, über die Kunst und überhaupt die Geschichte des Northern Territory. Der Mindell Beach ist auch ein absolutes Highlight. Ihr solltet nicht verpassen, zu den Mindell Beach Market zu gehen. Und egal, ob ihr jetzt die ganzen Stände, die übrigens ganz cool sind, einige ein bisschen Touri-mäßig, aber andere haben auch richtig tolle Kunsthandwerke. Also lohnt sich schon der Besuch, aber ihr solltet euch dort unbedingt was zu essen schnappen und ab an den Strand gehen. Denn zum Sonnenuntergang ist das hier wirklich faszinierend. Die Sonne ist so ein glutroter Ball und man kann einfach diesen Himmel in ganz verschiedenen Farben sehen. Also es ist wirklich eine tolle Zeit, die ihr in Darwin haben könnt. Darwin ist bekannt für seine tollen Fahrradwege und ihr könnt euch hier ganz einfach ein Fahrrad ausleihen. Das sind so öffentliche Fahrräder, wie man sie aus vielen Städten kennt. Hierfür benötigt ihr auf jeden Fall eine Kreditkarte, die ihr reinsteckt. Er kostet eine Stunde 14 Dollar, 4 Stunden 33. Lohnt sich am meisten für 24 Stunden für 44 Dollar. Dann geht ihr einfach zu eurem Fahrrad. Hier ist jetzt an dieser Station nur noch eins. Und könnt es ausleihen. Das Schöne ist, an der Waterfront, also am Wasser entlang, gibt es schöne Radwege, die ihr hier in Darwin nutzen könnt. Ich bin gerade am East Point in Darwin und von hier aus habt ihr einen richtig schönen Blick auf die Skyline von Darwin. Es lädt hier einfach nur ein für Picknick herzukommen, wobei ihr nicht an den Strand gehen solltet, beziehungsweise ins Wasser. Denn Northern Territory, denkt dran, hier gibt es Krokodile. Von der City bis zum East Point hier in Darwin führt ein Radweg. Das heißt, wenn ihr euch sportlich betätigen wollt, könnt ihr dies gerne tun. Übrigens geht es auch für Radfahrer sowie für Autofahrer. Ihr müsst links fahren. Von Darwin aus könnt ihr auch ganz tolle Touren unternehmen. Ihr könnt einmal zu den Tiwi Islands im Norden fahren und dort die Aborigine-Kultur einfach ganz detailgetreu kennenlernen. Ihr könnt aber auch zum Litchfield National Park, dem am nächsten an Darwin gelegenen National Park, besuchen. Der ist wirklich
Pool und da könnt ihr zum Beispiel eine Tagestour oder eine Zweitagestour, die ich euch unbedingt empfehle, unternehmen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr ein paar Tage mehr Zeit habt, gerne zum Arnhem Land fahren oder zum Kakadu National Park. Beim Kakadu National Park solltet ihr auf jeden Fall ein Four-Wheel Drive haben, damit ihr überhaupt die Highlights entdecken könnt. Eine der beliebten Reiserouten ist auch jene von Darwin Richtung Adelaide in den Süden. Dort fahrt ihr entlang des Stuart Highways und auf halber Strecke kommt ihr nicht nur nach Alice Springs, sondern zu einem der Highlights Australiens, zum Uluru. Ich bin die Strecke schon gefahren und ich kann euch sagen, sie ist einfach grandios und einfach nur schön. Auch Familien mit Kindern kommen dahin auf ihre Kosten. Es gibt hier schöne Spielplätze, die Lagunen habe ich euch schon gezeigt. Und ihr könnt hier eigentlich einen ganz entspannten Tag am Wasser verbringen. Ihr könnt auch eine Hop-Off-Tour machen. Ihr könnt Krokodile in der Crocosaurus Cove erkunden. Oder ihr könnt auch ein bisschen nach außerhalb fahren und eine Jumping Crocodile Tour auf dem Adelaide River machen. Ich hoffe, unser Video über Darwin im Northern Territory hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei eurer Reiseplanung und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like hinterlassen würdet. Kommentiert es doch gerne, stellt uns eure Fragen, die ihr habt und schaut doch auch gerne mal unsere anderen Videos über Australien an. Tschüss, sagt eure Laura.